Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu diesem Kooperationsvideo mit 7grade. Was 7grade ist, wie die Seite aufgemacht ist, das seht ihr alles in dem Unboxing-Video. Wenn ich dran denke, werde ich das nochmal hier unten in der Infobox verlinken. Ansonsten würde ich sagen, wir starten gleich mal mit dem Sticken, beziehungsweise mit dem Versuch zu sticken, und ich möchte gerne hiermit beginnen. Ja? Und die anderen Sachen, da muss ich mich erstmal ein bisschen näher mit dem Sticken an sich beschäftigen. Es geht ja darum, dass ich überhaupt nicht sticken kann, aber es einfach mit euch hier tun möchte, damit ich weiß, ja, wie die Produkte von 7grade so sind. Tja. Und wenn euch das interessiert, wie dumm ich mich vielleicht anstelle oder vielleicht sogar wie geschickt ich mich anstelle zu Beginn, dann bleibt einfach dran. Nach dem kurzen Intro geht's los. Wir packen aus. Also ich packe das hier alles mal aus. Ne? Das ist das ganze Gedönsrad, was hier alles zugehört. Jetzt habe ich natürlich vergessen, ich habe hier, was heißt vergessen, ich habe hier groß umgeräumt und weiß nicht, wo meine Einfädler sind gerade. Die könnten jetzt überall und nirgends sein. Ich muss aber doch die kleinen Nadeln hier benutzen, die hierbei sind. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr klein. Ich gucke mir noch mal die Köpfchen an. Vielleicht schaffe ich es ja doch, den Faden da irgendwie hell reinzubekommen in einen dieser kleinen Köpfchen. Brille auf und mal schauen. Das sieht kompliziert aus, aber Moment mal, Sekunde. Au. Ich habe hier noch, guck mal, was ich hier gefunden habe. Was heißt gefunden, ne? Der hang hier an meiner Magnetwand. So einen alten 0815 Einfädler, aber ja, super. Der ist irgendwie total verdreht hier. Keine Ahnung. Ja gut, ich versuche es trotzdem mit dem. Das ist immer noch besser als der Versuch, den Faden gleich hier reinzukriegen. Guck mal, ja, kann ich hier drehen. Weil hier unten ist wenigstens ja, größer, ne, die Öffnung. Ja, da kriege ich dann eher noch einen Faden durch. Okay, das versuche ich. Ja, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gestickt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe mir jetzt sagen lassen, das hat mit den Zahlen zu tun. Ja, ich habe keine Ahnung davon. Ich sehe nur zum Beispiel die 1. Die geht hier einmal komplett rum. Das ist das Grün. Also... welches Grün ist es? Ja, wir haben ja nur eins, ne? Ha, wir haben ja nur eins. Aber, hä? Ja, guck mal. Das stimmt doch dann gar nicht, oder? Hä? Ach, das sind die Zahlen. Nee, auch nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht. Und jetzt? Ja, aber es ist ja eh nur ein Grün. Also bleibt ja nur dieses eine Grün, welches ich benutzen kann. Und hier steht es hier denn auch nochmal drauf. Was ist das denn hier? Diese komischen Dinger habe ich keine Ahnung von. Aber wahrscheinlich ist das einfach nur ein gerader Stich, ne?
Keine Ahnung. Ich versuche es jetzt einfach mal. Also, ich mache mal hier den Faden ab. So, dann muss man den entzwirbeln, soweit ich weiß. Wie viele Fäden nimmt man denn dann? Ich habe ja überhaupt keine Ahnung und oh. Ja, hier geht schon los, ne? Aber da ist gar nichts für mich, ne? Ich sehe auch nichts. Ihr wisst ja, meine Augen-OP war ja jetzt nicht unbedingt von Mega-Erfolg gekrönt. So, jetzt zwirbel ich den hier auf. Ne? Ja gut, ich mache das hier mal ein bisschen schneller, damit ihr das nicht angucken müsst, das Drama. Das sieht doch hier ganz anders aus. Hier, das ist doch ausschlaggebend, oder nicht? Oder? Lasst mich noch mal gucken. Also einen habe ich hier schon mal entzwirbelt. Ey. Naja. So viel könnte ich da ja jetzt nicht verkehrt machen, ne? So viel Auswahl hätte ich auch gar nicht, ne? Aber das sieht ja ganz anders aus als das hier und das sieht dann noch mal anders aus als das hier. Was ist das? Wieso? Wobei mir das hier viel besser gefällt. Ja, weiß ich nicht. Aber ich mache das einfach mal. Ich mache das jetzt mal so, wie ich denke, dass das so gehört. Also hier haben wir zwei. Muss ich die jetzt ganz dünn entwirren? Muss ich den jetzt auch noch mal entzwirbeln? Ich hatte nicht geguckt, wie viel fädrig. Die stand doch hier drauf irgendwo, oder? Da. Ach, zwei. Zwei muss ich nehmen, ne? Oder? Keine Ahnung. Ich kann kein Englisch, das ist das Problem. Also zwei, vier, sechs fädrig sind die. Ach so, und dann könnte man entweder drei nehmen oder zwei. Wie viel nehme ich denn? Zwei, ne? Ich brauche ja ganz viel von dem Grün, oder? Ja, ich versuche das jetzt einfach mal. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay, dann muss ich weiter entwirren. Ja, dann bis gleich, ne?
Die Fäden habe ich jetzt entwirrt. Jetzt habe ich den einen. Wahrscheinlich verknote ich mir die gerade beim an der Seite legen, aber ist egal. Ja, hier haben wir schon mal vorbereitet. Da ziehe ich mir jetzt hier den doppelten Faden rein. Ne? Oh, ich bin so gespannt. Ich bin ja so gespannt. Ich bin ja so gespannt, ob ich das hinkriege. Die könnte man ja noch mal aufdröseln. Was ist das denn? Ich glaube, sowas hat meine Mutter gemacht. So Feinstickerei. Ganz feine Fäden. Ich glaube, die konnte auch mit Nägeln oder so sticken. Die konnte halt von Hand, die konnte halt mit Maschine. Ich weiß auch nicht. Meine Mutter war so ein Handarbeits-Around-a-Talent. Obwohl, sie hat ja auch Hauswirtschaft mal gelernt. So. Ich denke, das sollte jetzt funktionieren. Oh, wie fange ich denn an? Also, boah, ich sehe hier nur Löcher. Wie fange ich an? Also, ich bin zwar keine Rechtshänderin, aber ich mache ja das hier genauso wie alle Rechtshänder auch, ne? Also fange ich jetzt mal irgendwo an. Also ein Kreuzstich. Von der Logik her würde ich sagen, ich stehe jetzt von unten rein. Ne? Hole mir den Faden und ziehe mir den so bis hier irgendwo hier in etwa. Ja? Nimm den. Ist das hier ein Loch? Und geh. Ist das jetzt richtig? Geht man von links nach rechts oder von rechts nach links? Nee, ist ja verkehrt. Nee, Moment mal, das stimmt doch hier nicht. Nee, ich glaube, ich bin ganz falsch. Muss ich den hier nehmen? Muss ich den oder den hier nehmen? Ich meine das nie. Ich gehe jetzt hier rein. So, jetzt versuche ich das. Ich versuche das jetzt einfach. Entweder funktioniert es oder funktioniert nicht, ne? Ich habe es dann zumindest ausprobiert. So. Jetzt. Wie war das? So, ich habe mir natürlich was angeguckt, bin mir aber nicht so sicher, ob ich das kann. Ja, das sieht aber schon mal ganz gut aus, ne? So, jetzt gehe ich hier unten. Ich würde jetzt hier unten wieder reingehen. Und jetzt habe ich, ja, jetzt habe ich tatsächlich ein Kreuz gestickt, aber bin ich hier richtig? Sticke ich jetzt überhaupt richtig oder mache ich das ganz falsch? Jetzt gehe ich aber trotzdem wieder hier rein. Nee. Falsch, ne? Geht da wieder zurück. Ach, huh. Wie war denn das jetzt? Oh, Leute, ich kann mir sowas doch nicht merken. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das jetzt hinkriege, habe ich das gleich wieder vergessen, ne? Also, wie habe ich denn angefangen? Hä? Also, ich gehe jetzt. Muss ich links? Nee, da bin ich verkehrt. Muss ich jetzt hier links, oder? Ja, links. Ich halte mich links, ne? Hä? Ist ja so. So, links. Geh rechts. Hoch in der Tür. Oh mein Gott, ihr seht überhaupt nichts und ich auch nicht. Also, ich gehe jetzt hier rein. Achso, und gehe da durch. Das müsste doch eigentlich wieder so sein, dass ich wieder eine Schere habe, ne? Habe ich auch. Und jetzt muss ich hier wieder reingehen, oder? Richtig? Hm. Ich weiß auch nicht. Ja. Okay. Ja, dann gehe ich jetzt hier rein. Wieder links. Mach das hier oben wieder. Gehe
Ja? Das kann jetzt sein, dass ich das seitenverkehrt mache, dass ich da gar nicht richtig bin, aber ich bin ein verkappter Linkshänder. Ich bin nur aus der Not zum Linkshänder geworden. Also ich schreibe mit links. Alles andere mache ich, glaube ich, wie ein Rechtshänder. Das ist ein bisschen kompliziert immer bei mir. Meine Kunst- und Handarbeitslehrerin ist an mir verzweifelt. Die konnte mir nicht das Stricken beibringen oder das Häkeln. Weil ich zwar mit die Hand rechts zum Führen benutze, aber... Na komm her. Hallo? Ich hab's falsch gemacht, ne? Ja. Weil ich sabbel. Jetzt muss ich da wieder zurück irgendwie. Ich hoffe, ich... Oh Gott, ich schaff das jetzt hier. So, geschafft. Puh. Ja. Aber ich denke anders. Das ist das Problem. So. Alles ein bisschen verquer. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn ein Rechtshänder mir etwas versucht zu zeigen und zu erklären, weiß ich nicht. Komme ich nicht mit. Nee, falsches Loch hier. So, hier rein, ne? So. Ui, ui. Also, die ersten habe ich jetzt hinbekommen. Jetzt, wie kriege ich denn jetzt die anderen hin? Wie war das? Was habe ich gesehen? Also, man muss das jetzt einmal drehen. Komplett drehen. Ist das richtig, dass das hier hinten so... Ja, ne? Guck mal, habe ich hier total verkrusselt. Ist das richtig? Ist das richtig hier? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, super. Super, habe ich das verwurstelt. Ja, kann ich nicht dran ändern. Das bleibt jetzt so. Oh, ich hätte den irgendwie fixieren sollen, den Faden vorher, ne? Ja, jetzt ist es zu spät. Also ich drehe das jetzt um, ne? Und jetzt versuche ich das umgedreht einfach nochmal, aber möglichst ohne noch mehr Knoten hier reinzumachen. Was ist das denn? Das ist ja mega blöd. Mal ganz ehrlich. Also, wo habe ich denn jetzt... Hatte ich erwähnt, dass ich hier alles fresh gemacht habe? Ich habe mein komplettes Zimmer hier umgeräumt. Mein komplettes Bastelzimmer. Und jetzt finde ich natürlich nichts mehr wieder. Ich zeige euch demnächst meine kleine Roomtour, wenn ich mir einen Vlog mache. So, jetzt bin ich hier. Nee, Moment. Ich muss jetzt... Also, links rein. Ich versuche das jetzt einfach so. Och, Leute. Es verkruselt doch schon wieder. Guck doch mal. Ist egal? Okay. Und jetzt gehe ich hier oben. Weil ich mache das ja jetzt so, wie ich das sehen kann, ne? Anders sehe ich das ja auch nicht. Boah, das ist alles so winzig, ne? Halt, stopp. Hier hat sich was verwurstelt. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Oh no. Oh no. Ist jetzt wieder gut? Oh. Nein, ist es nicht. Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich hate it. Kriege ich das jetzt hin oder nicht? Puh, Glück gehabt, oder? Hier hat sich alles verzogen. Guck mal. Oh, was ist das denn? Ich sag doch, das ist nichts für mich. Ne? Das ist mir alles viel zu klein und hasse nicht gesehen. Das ist... Oh, das ist wie von Hand nähen. Das ist genau der gleiche Mist. Nee. Geh mal hier weg. Du doofes Ding. So, jetzt muss ich hier unten wieder reinstichen. Oh, und der Faden verzwirbelt schon wieder so blöd. So, ne? Okay. Guck mal.
Was ist das denn? Oh mein Gott! Was ist das? So, ist egal. Ich schaff das. Ich schaff das. Egal, wie hinter die Rückseite aussieht, ne? So, jetzt gehe ich hier wieder rein. Oh, es ist so schrecklich, Kinder. Ich habe das beim Nähen auch immer. Wenn ich von Hand nähe, habe ich genau den gleichen Mist und das ist einfach schrecklich. Ich kann einfach nicht mit Nadel und Faden umgehen. Das ist. Ich versuche es ja immer wieder, aber es will nicht. Ich hoffe, ich mache das jetzt hier richtig, ne? So. Ich denke aber mal, ne? Nur ich sehe auch nichts mehr. Das ist noch ein zusätzliches Problem. Ich sehe ja nichts. So. Das. Jetzt habe ich hier eine mini kleine Schlaufe. Wieso? Warum? Ich habe keine Ahnung. Und ich befürchte, wenn ich jetzt da reinsteche, dann verwurstelt hier wieder alles. Wo muss ich jetzt reinstechen? Ich sehe ja auch nichts. Hier. Bin ich jetzt richtig? Nein, ne? Bin ich jetzt richtig? Nee. Meine Güte. Da war ich schon, oder? War ich da schon? Hä? Ich steche da jetzt einfach rein. Ich weiß das nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja gut, jetzt. Jetzt scheint die Schlaufe weg zu sein, oder? Nee, die ist noch da. Die sieht doof aus. Aber ist egal. Ich suche mir jetzt hier wieder. Oh, ich sehe nichts. Ich suche mir jetzt hier wieder irgendwo ein Links. So, hier. Und ich hoffe, dass ich, dass ich in irgendeiner Form richtig bin. Hier noch, ja, J. Aber ich habe meinem Kooperationspartner das ja nicht verschwiegen. Jetzt wartet mal hier, ne? Hier muss ich wieder rein. Jo, denk mal schon. Ich habe dem nicht verschwiegen, dass ich gar nicht sticken kann, dass ich es aber dann lerne, damit ich wenigstens weiß, wie das so ist. Also das ist gut. Also die Anleitung ist für mich nicht zu gebrauchen, weil ich ja kein Englisch kann, ne? Ach, guck mal, hier bin ich wieder links. Ja, aber ich glaube, wenn ich mich nicht so dämlich anstellen würde mit dem Faden, dann wäre das eigentlich ganz okay. Jetzt habe ich einen Knoten hier drin. Auch dieses Problem kenne ich, ne? Das kenne ich zu Genüge. Hier. Oh no. Ich sag da, das kenne ich vom Nähen mit Negern. Das ist kein Spaß, Leute. Das ist nicht schön. Ich bin zu doof dafür. Das liegt da nicht am Material, ne? Das bin ich. So, wartet. Links. Jetzt muss ich wieder da oben rein, ne? Muss hier durchkommen, richtig? Ja. So, da bin ich. Und jetzt muss ich wieder. Wartet. Hier rein, ne? Ja. So, okay. Way. So, noch einmal das Ganze. Ich gehe jetzt hier links. Komm. Nein, falsch. Meine Güte. Wie finden denn andere die Teile immer? Hä? Ein runter. So. Okay. Jetzt kommen. Aber nicht wieder verwursteln. Ja. Beim nächsten Mal fixiere ich den Faden vorher. So, jetzt muss ich hier rein, ne? Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. So, hier. Ey! Hallo? Hallo? Bin ich hier richtig? Guten Tag. Bin ich hier richtig? So. Und jetzt wieder hier unten und dann habe ich das Kreuz fertig, richtig? Hui! Guckt mal. Oh, ich habe es hingekriegt. Guckt euch das mal an. Nö. Nö. Wow. Also, wie gehe ich denn jetzt vor? Wie gehe ich jetzt vor?
arbeite ich mich jetzt hier, bleibe ich jetzt hier und arbeite mich dann hier Stück für Stück vor. Welches ist denn jetzt das links? Hier ist das links dann, ne? Also, okay, ich versuche das mal. So, rein. Dann da oben durch. Hey, komm. Wir schaffen das schon. So. Und hier jetzt das Kreuz abschließen, ne? Okay. Das haben wir geschafft. Was sind, nee, den da. Ja. Wird, oder? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Nee, das ist schon mal nicht richtig. Da muss ich wieder zurückgehen. Habe ich wieder viel zu viel gesabbelt. Wartet mal, ich gehe mal hier zurück. Ja, geschafft. So, jetzt passt auf. So, hier. Ordentlich. Mach das jetzt ordentlich, Simone. Konzentrier dich. So, Concentration. So, ne? Und jetzt ist hier, ne? Ja. Alles klar. Ja. Einen habe ich noch, ne? Ja, einen haben wir hier noch. So. Da ist er. Nee. Doch. Nee, doch, nee, doch. Hä? Nee, so, ne? So, oder? Leute, ich mach das jetzt einfach. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, waren das zwei oder waren das drei? Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Ich weiß nur, ich muss mich jetzt hier irgendwie durcharbeiten. Drehe ich das jetzt um? Ich glaube, das sind nur zwei, ne? Aber ich habe drei gemacht. Was mache ich denn jetzt? Ich habe drei gemacht. Ich habe drei gemeint. Guck mal, aber ich will halt nicht wieder aufpopeln. Ach, ich mache jetzt einfach weiter, ne? Also, ich gehe jetzt hier rein. Das ist der linke, ne? Zieh den durch. Ach, nehm den hier. Jetzt habe ich ein Piepsen im Ohr. Hallo, wo ist er? Da. Ich gehe hier rein, ne? Ja, ich glaube, das ist richtig. Genau, und jetzt steche ich hier rein, ne? Und tada, habe ich den jetzt? Ja, doch, ist er. Okay, dann suche ich mir wieder den linken, der ist hier. Nope. Hör auf. Nö, komm, bitte. Ich hasse es. Also Leute, ihr seht, ich kriege das irgendwie wahrscheinlich hin. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Bild hinkriege. Erstmal hier wieder. Oh no. Ich muss das hier entwirrt kriegen. Nein. Kein Knoten, bitte kein Knoten. Das ist ganz, ganz schlecht. Das ist eine ganz üble Sache. So ein Knoten. No. Ich werde das jetzt hier entwursteln. Werde den Knoten entwursteln. Mal her hier. Ich habe hier eine Nadel. Versucht das mal mit der Nadel. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Also es geht gar nicht. Warum habe ich Dulle den auch festgezogen, ne? So, jetzt frei. Glück gehabt. Glück gehabt. Mann, 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 Mann. Was ist denn hier schon wieder? Ach, der hat sich verdreht wieder. Ja, seht ihr? Das meine ich. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Wo war ich? War ich hier? War ich jetzt hier? Oh nein. Ja, ich war hier. Ah, links. Danke. So, hier rein.
Also, wir machen jetzt noch ein kleines Stück grün. Nee, doch nicht. Ich mache das jetzt hier weiter. Und wenn ich die grünen Teile fertig habe, dann komme ich noch mal wieder, ja? Und dann zeige ich euch, wie ich das geschafft habe. Wir ignorieren das jetzt hier mal. Da sticke ich hinterher einfach drüber. Ne? Ja. Und dann gucke ich, dass ich die nächste Farbe anfange. Auch wenn hier andere Zeichen sind, ich mache trotzdem alles Kreuz. Das ist nun mal, ne? Cross-Stitch heißt Kreuzstich. Also bitte. Okay. Und dann zeige ich euch ganz zum Schluss das fertige Produkt und dann wollen wir mal gucken. Ne? Bis dahin. So, mein kleiner Zwischenstand. Also, so weit bin ich jetzt. Von hinten sieht das Ganze so aus. Ich denke, ich werde einige Fehler hier reingeballert haben. Da ist zum Beispiel einer, da ist gleich noch einer. Aber ich sag mal so, dafür, dass ich das noch nie vorher gemacht habe, geht das eigentlich klar, oder? Ja. Also ich mache jetzt mal weiter. Ich habe ja noch zwei von diesen grünen Doppelfäden. Ich hoffe, ich komme damit hin, ne? Also wenn ich überlege, ich habe jetzt dieses Stück geschafft, dann könnte ich eventuell bis da das nochmal schaffen und dann, ja, weiß ich nicht, ob der letzte reicht hierfür. Das so. Wird sich zeigen. Zur Not muss ich den letzten dann vielleicht auch nochmal teilen und dann die inneren grün Dinger dünner machen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätte ich jetzt von vornherein Einzelfäden nehmen sollen. Ach gut. Ich habe ja zur Not, ne, habe ich ja hier auch noch mal Fäden und es könnte sogar sein, dass das grün ist hier, ne, oder? Ja. Wenn nicht, dann ist das halt so. Dann wird es trotzdem genommen. Ja, ich mache jetzt hier weiter. Und dann melde ich mich noch mal wieder, wenn ich den nächsten Strang hier verstickt habe. Und dann könnt ihr auch gucken, wie weit ich hier gekommen bin. Ne? Ich muss doch jetzt noch mal dazwischen quasseln. Ich habe meinen Einfädler hier geschrottet. Ne? So, den kann ich jetzt mal wegschmeißen. Ja, ich bin sehr gut in sowas. Und dann habe ich meine anderen Einfädlerchen hier gesucht. Ne? Davon. Da habe ich einige, ne? Das sind die hier. So, als ich auf der Suche nach diesen Einfädlern war, war ich natürlich an meinen Nähsachen. Und was habe ich da gefunden? Sticknadeln. Aber die sind alle mit Spitze. Also, das wirft natürlich jetzt wieder direkt über den Haufen, was ich ja in den Kommentaren gelernt habe, dass Sticken immer mit runden Nadeln ist. Nee, ich war dann gar nicht verkehrt. Ich habe die auch nicht mit Stopfnadeln vertan, weil man hat mir nämlich jetzt auch mitgeteilt, nee, die Stopfnadeln sind rund. Stopfnadeln sind rund. Weil man beim Stopfen so sehr und eng arbeiten muss, dann wird man sich sonst ständig stechen. Und das wäre hier bei den, ja, bei den runden Nadeln dann eben nicht so tragisch. Genau. So, das hier sind nämlich Sticknadeln mit Spitze. So, keine Ahnung. Aber ihr seht, das sind verschiedene Hersteller und die haben alle hier Spitze. Sticknadeln mit Spitze, Sticknadeln mit Spitze, Sticknadeln mit Spitze. Warum habe ich drei Päckchen davon? Ich habe keine Ahnung, ne? Hier haben wir 10 Stück. Zetti, Zetti GmbH. Aha, Made in China. Hier 6 Stück. Lotus Products. Hergestellt für Chemnitzer Kurz- und Modewaren. Okay. Auf jeden Fall, was, ja, in Deutschland, wo hergestellt? Steht nur hergestellt für, aber nicht hergestellt wo, ne? Ja. Ist auch egal. Und dann hier Prüm.
Prüm. Da fehlt sogar eine. Ich glaube, die steckt sogar in meinem Nadelkissen, was ich jetzt gerade überhaupt gar nicht sehen kann. Na, jetzt sowieso nicht, weil ich Brille auf habe. Aber ich weiß auch gar nicht, wo es ist. Wo ist es denn? Das ist der Nachteil, wenn man auf- und umräumt. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Weg. Ja, ich werde schon bei Gelegenheit wiederfinden. Irgendwie, glaube ich. Naja, auf jeden Fall sind da auch 6 Stück. Was immer das mit Chenille heißt. Ich habe keine Ahnung. Und oh, hergestellt in Tschechien. Tschechische Republik. Aha. Okay. Ja gut, ist auch egal. Ich wollte nur mal darauf hinaus, dass ja, das Ganze hier stricknadeltechnisch doch mit Spitze gibt. Ne? Die lügen ja nicht, ne? So, jetzt mache ich hier weiter und dann sehen wir uns nachher. So weit bin ich jetzt gekommen. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Also, wenn ich es umdrehe, sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich habe mir mal sagen lassen, wenn man ordentlich gearbeitet hat, dann sieht es hinten auch ordentlich aus. Und ja, ich gebe mir hier ganz, ganz, ganz viel Mühe, ne? Ich habe mit Sicherheit den ein oder anderen Fehler drin, aber ich merke, so langsam komme ich rein. Jetzt ist nur die Frage, schaffe ich das auch, wenn ich jetzt nämlich gleich aufhören muss, beziehungsweise ich muss jetzt gleich eine Pause machen, weil ich mir dringend was zu essen machen muss. Es ist schon wieder spät und das werde ich natürlich nicht heute fertig bekommen. Ich werde aber, wenn ich das weitersticke, werde ich zwischendurch Bilder machen, um euch zu zeigen, wie weit ich jetzt bin. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen so einen Strang verstickt habe, dann bin ich wieder da und zeige euch das per Bild. Und ganz am Ende, wenn ich es fertig habe, dann melde ich mich noch mal kurz zu Wort und sage euch, welches mein Resümee ist. Ich habe ein Hilfsangebot bekommen zum Thema Sticken und finde ich super, weil der Tee ist ja jetzt nur Kreuzstich und Kreuzstich, ja. Was heißt nur, wenn man es noch nie gemacht hat, ist Kreuzstich schon ganz schön kompliziert, ne? Aber ich finde mich langsam rein und ganz ehrlich, ich freue mich schon so ein bisschen darauf, wenn ich die Sachen hier benutzen kann, ne? Denn ich habe noch irgendwo hier so einen Jute-Stoff. Also ich habe erstens, ich habe Jute, das könnte man ja besticken. Und ich habe aber auch noch Leinenstoff, beziehungsweise, wie heißt dieses, wie diese Tragebeutel, ne? Und ja, ich bin total gespannt. Also es macht schon irgendwo Spaß. Es ist sehr, sehr anstrengend für meine Augen. Ihr wisst ja, ich habe ja so Wahnsinnsprobleme mit den Augen. Aber es macht schon Spaß, muss ich sagen. Ja, doch. Wenn man so ein bisschen angefixt wird von manchen Dingen, dann ja. Ohne die Kooperationsanfrage hätte ich wahrscheinlich niemals damit angefangen. Obwohl, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe mir hier dreimal Sticknadeln besorgt. Vielleicht hatte ich das mal vor. Ich glaube, ich habe auch irgendwo Stickgarn. Ne, ich hatte damals sogar richtig teures Garn gekauft. Da hatte ich, glaube ich, auch die Prümnadeln her. Das ist aber schon so lange her. Das Garn habe ich für irgendwas anderes verbraucht. Aber ich hatte mir beim Teddy auch Stickgarn mitgenommen. Eigentlich für meine Junk Journals, aber auch das hier wäre natürlich wieder eine neue Beschäftigung, die ich mit den Journals dann kombinieren könnte. Und das ist das Schöne daran. Das ist Kunst, ne? Und Kunst, ja, das schaffende Kunst ist das für mich. Und das kannst du so alles miteinander kombinieren. Also ich finde Junk Journal, überhaupt Journalen, Junk Journal, ältere Books, zeichnen, häkeln, stricken, sticken. Du kannst alles und auch natürlich das Zeichnen. Habe ich Zeichnen erwähnt? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall kann man alles miteinander kombinieren und das, wow. Und ich glaube, je weiter man sich entwickelt, je größer das Spektrum ist, desto
desto mehr kann man seine Kreativität einfach mal fließen lassen. Und ich liebe es ja, ne? Ihr wisst ja, mein Name steht ja für sich, dies und das. Und ich liebe es, mit den verschiedensten Materialien zu arbeiten. Und ja, dies und das halt. Und ja, ich freue mich eigentlich schon darauf, wenn ich wieder ja ins Bastelgeschehen einsteigen werde. Es so ganz kleine Anfänge gibt, so leichte Anflüge. Ich zeige euch demnächst tatsächlich, ja, ich zeige euch ein Craft-Video. Da habe ich zeige euch die alten Sachen, weil ich musste ja langsam vorräumen. Ihr werdet das alles noch verstehen, wieso das so ist, wie es ist. Aber ich zeige dann auch, was ich kürzlich noch gemacht habe. Ja, Susi, du weißt das ja, ne? Du konntest ja in Händen halten, was ich da geschaffen habe. Und ja, wie gesagt, ich melde mich hier ganz zum Schluss nochmal und sage mein Resümee. Und ich habe immer so viel zu sagen. Viel zu viel für so ein Kooperationsvideo. Aber es, ja, das bin ich, ne? Ja, meine Lieben, jetzt habt ihr ja den kleinen Zusammenschnitt der Bilder gesehen und ich zeige euch zum Abschluss noch das kleine Stickbild und kann euch sagen, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und ich habe mir natürlich erst, als ich das schon so gut wie fertig hatte oder beziehungsweise da, als ich es schon fertig hatte, erstmal so im Netz angeguckt, wie könnte das eigentlich wirklich funktionieren, ohne dass das so merkwürdig aussieht. Ich meine, ich finde es jetzt nicht unschön, aber es sieht trotzdem merkwürdig aus. Und mir hatte bis jetzt auch keiner beantwortet, was das hier alles ist. Und niemand hat mir auch wirklich erklärt, wie das hier funktioniert, weil ich kann kein Chinesisch und ich hatte gesagt, ich verstehe auch kein Englisch. So, jetzt weiß ich. Ich weiß, was das bedeutet und ich weiß auch, warum das Stickbild ganz anders aussieht von den Farben als das endgültige Ergebnis. Jetzt weiß ich es. Das ist auf der Vorlage, also das ist ja dann das Endergebnis, das ist ja die Vorlage. Die Farben sind natürlich ganz anders, damit man während des Stickens den Faden gut erkennen kann. Und ja, jetzt weiß ich inzwischen, dass das hier die Farben sind, die man dann auf diesem Teil hier suchen muss, damit man weiß, welche Farbe man wirklich stickt. Ich habe das nämlich jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt einfach die Farben gestickt, wo ich gedacht habe, ja, wenn das hier drauf ist, müssen die in dieser Farbe gestickt werden. Hat natürlich dann auch nicht funktioniert von den Farbmengen her. Dann habe ich einfach so gemacht, wie ich das wollte. Ja, ist trotzdem ganz nett geworden, finde ich. Ja, außer dass ich hier innen drin diese schwarzen Schattierungen nicht gemacht habe. Ich wollte erst und dann habe ich überlegt, ach nö, doch nicht. Das gefällt mir nämlich so, wie es jetzt ist, ganz gut. So, und jetzt wollte ich noch was ausprobieren, weil auch das hat mir ja keiner gesagt, dass sich das hier rauswäscht. Und wisst ihr was? Jetzt gehen wir jetzt ausprobieren, ob das wirklich so ist. Also, ich gehe das jetzt ausprobieren. Ich gehe jetzt ins Bad. No? Werde das hier auswaschen, also versuchen auszuwaschen. Mal gucken, ob das wirklich weggeht, also unter Wasser. No? Und dann bin ich gleich wieder hier. Das gucken wir uns gar nicht an. Das ist einfach gruselig, weil, wie gesagt, alles falsch und so, ne? Ich wüsste, glaube ich, jetzt auch tatsächlich, wie der Stickstich geht. Aber gut, ist ein anderes Thema.
Das wird auch nicht das letzte Wort zum Thema Sticken sein und wahrscheinlich werde ich mir noch mal über, ja, ich werde mir wahrscheinlich noch mal was zum Sticken zulegen und ich habe ja auch hier die anderen Sachen, da kann ich mir meine eigenen Sticksachen ja auch noch machen, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt mal versucht hier auszuwaschen. Das ist das Ergebnis. Jetzt mal, ich weiß ja jetzt gerade nicht, ob das so richtig ist, aber ich glaube eher nicht. Jetzt, ja, gucke ich gerade. Brille. Denn ich glaube, da etwas entdeckt zu haben, was auch nicht so schön ist. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die Farben sich hier ein bisschen ausgeblichen haben. Also die Farben, die von dem Stickgarn. Hier, wo es weggehen sollte, ist es nicht restlos weggegangen. Aber hier habe ich den Eindruck, das ist irgendwie ausgebleicht. Keine Ahnung. Jetzt sind noch Reste von den Farben. Kann mich auch täuschen. Ja. Ja gut, ist nicht ganz so tragisch. Ich bin froh, ich habe mal sowas gemacht jetzt und ich habe es auch fertig bekommen und das wird auch nicht das letzte Stickbild sein. Also ich habe mir ja nicht umsonst die Stickgarne geholt und ich hatte mir auch bei Teddy auch Stickgarn besorgt. Stricknadeln habe ich ja sowieso, aber ich habe ja auch jetzt auch von Seven Greed was bekommen. Ich habe den Stickrahmen und ich habe die tollen Stifte, mit denen ich natürlich mein Motiv aufmalen kann. Ich hoffe, dass die Stifte sich hinterher wenigstens gut rauswaschen lassen aus meinem Stoff. Und wie gesagt, ich habe noch ja, von diesen Einkaufsbeutelchen den Stoff und anderweitig Jute-Stoff oder. Ich werde mir schon das ein oder andere Stickbild machen, ne? Und dann wollen wir mal gucken. So. Ja, das war also das zweite Video aus der Kooperation mit Seven Greed. Ja. Und es hat Spaß gemacht. Auch wenn ich hier von der Anleitung kein einziges Wort verstanden habe. Auch wenn ich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen konnte. Aber gut, aus Fehlern lernt man. Und ich denke, ich lerne daraus für die Zukunft. Auch wenn die Zukunft gerade bei mir sehr in den Sternen steht. Aber wir wollen mal gucken. Ich glaube nicht, dass das jetzt auch hier mit solchen fertigen Stickbildern mein letzter Versuch war. Nö, das glaube ich ganz sicher nicht. Ich habe da nämlich gerade so. Ich will nichts verraten. Müssen wir mal schauen. Ne? Auf jeden Fall, ja doch. Ich meine, das ist das Einzige, was ich jetzt ein bisschen blöd finde, dass das hier nicht so ganz rausgegangen ist. Aber vielleicht habe ich nicht kräftig genug oder lange genug alles versucht auszuwaschen. Vielleicht geht es ja auch in der Waschmaschine raus. Ich habe keine Ahnung. Ne? So, jetzt wird Zeit für mich ins Bettchen zu kommen. Es ist sehr spät und ich habe einen sehr, sehr, sehr langen Tag hinter mir, einen sehr anstrengenden Tag. Und ja, ich wollte dieses Video aber unbedingt noch fertig bekommen. Ich hatte damit gestern angefangen und ja, hatte in der Nacht daran rumgestickt. Zumindest versucht. Ja, und ich habe das dann vorhin weitergemacht und wollte das unbedingt fertigstellen, damit ich das Video fertig machen kann. Ja, jetzt die einzelnen Schnipsel sind abgedreht und ich werde morgen das Video zusammenbauen und dann gucken, dass ich es online stelle und dann Seven Greed mitteilen, dass die Videos fertig sind und die sie sich anschauen können. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ihr habt mit Sicherheit
Ne, die Stickbegeisterten haben bestimmt den ein oder anderen guten Tipp, was ich machen kann, wenn ich mir meine eigenen Motive auf Stoff mache, wie groß ich meine Stiche machen sollte oder ob Freestyle vielleicht besser ist als Vordrucke. Ich habe keine Ahnung. Ne, teilt mir doch mal in den Kommentaren eure Erfahrung mit dem Sticken mit. Und jetzt nicht so schüchtern, der ein oder andere hat bestimmt eigene Stickerfahrung. Ich hatte bis jetzt keine. So, jetzt sage ich einfach, ciao mit Au.